Schwere Waldbrände bedrohen die kroatische Großstadt Split. Im Gespräch mit OE24TV berichtet der Reporter Zoran Vukicevic über die aktuelle Lage in Split. Can you describe the situation? Können Sie die aktuelle Situation der vergangenen Nacht beschreiben? Es gibt keine verletzten Anwohner. Einige Feuerwehrmänner sind verletzt, aber nicht schwer. Einige Häuser haben gebrannt. Eine Fläche von 4000 Quadratmetern ist verbrannt. Das war natürlich eine schreckliche Situation für die gesamte Nachbarschaft. Die Leute mussten ihre Häuser verlassen. Es war nur 20 Kilometer von Split entfernt und es gab nicht genug Feuerwehrleute, um gegen die Flammen zu kämpfen, weil es an vielen anderen Orten auch brannte. So war es nicht möglich, genug Feuerwehrleute zu mobilisieren. Sehr schlimm war es gegen 11 Uhr in der Nacht. Das war wirklich schrecklich. Der Wald und die Pflanzen sind verbrannt. Aber am wichtigsten ist, dass niemand verletzt ist. 400 Feuerwehrleute kämpfen gerade gegen die Flammen. Unterstützung bekommen sie von mehr als 100 Soldaten und Löschflugzeugen.